Ist bei euch auch so kalt und habt ihr auch so viel Schnee? Es ist ja sowas dieses Jahr mit dem Winter. Es ist unglaublich, wie also der Winter uns zeigt, dass er auch noch da ist. Denn die Jahre vorher war das ja immer sehr mild, bei uns jedenfalls hier in Mitteldeutschland. Und im Moment, gestern hatten wir eine gute Zentimeter Schicht Eis auf den Straßen und auf den Autos. Die Mülltonnen gingen nicht mehr auf. Alles war zugefroren. Wir konnten sie auch nicht mehr bewegen. Die standen fest am Boden und waren da angefroren. Ganz krass. Ja, ich hoffe, dass ihr nicht zu sehr unter dieser Kälte zu leiden habt und es schön warm habt zu Hause, dass alles so weit in Ordnung ist. Wir wissen ja, es kommt auch wieder die Schneeschmelze und dann ist es nochmal anders. Dann hat uns der Winter dieses Jahr einmal sein Gesicht gezeigt, was er ja die ganze Zeit, die letzten Jahre vorher gar nicht so getan hat. Wir haben heute ein ganz spezielles Thema, und zwar geht es um die Freiheit und um die Portaltage, was ja ein sehr brisantes, wichtiges Thema für uns ist, für das Kollektiv und für jeden Einzelnen. Schön, dass du da bist. Ja, und jetzt geht's auch gleich los. Es geht jetzt um den Portaltag vom 16.2. Und da werden vom Universum so intensive Energien auf die Erde gebracht, die uns daran erinnern, wo ist meine Freiheit noch intakt? Wo ist sie eingeschränkt? Inwieweit lasse ich mich darauf ein, in meiner Freiheit mich beschränken zu lassen? Also es dreht sich alles um die äußere und auch um die innere Freiheit. Die innere Freiheit ist das, was für dich deine Kreativität ist, wo du dich ausdehnen kannst, wo du neue Ideen sammeln kannst und wo du auch gut jetzt dich mit anderen austauschen kannst, also netzwerken kannst. Das ist eine ganz wichtige Sache jetzt, die durch diese Energie von der geistigen Welt dich da eher noch, ja, aktiv werden lässt. Und das war jetzt das Innere. Und wenn du dann nach außen schaust, hast du halt jetzt gerade in der C-Zeit ganz viele Einschränkungen, die also auch sehr in das Persönliche hineingehen, finde ich. Ja, dieses Ausgehverbot und die Verlängerung dieser Zeit, dass man zu Hause bleiben soll. Ich verwende extra nicht die speziellen Worte, damit das nicht durch den Filter geht von YouTube. Also, die geistige Welt möchte uns darauf aufmerksam machen, mal nachzufragen, mal in uns zu gehen und uns auch im Klaren darüber zu werden, inwieweit lasse ich mir das denn alles gefallen? Denn jetzt kommt nämlich der Punkt, die inneren Helfer, also jeder Mensch hat 144 innere Helfer in seinem Energiefeld. Und einer davon ist der Freiheitskämpfer. Und dieser Freiheitskämpfer, wenn der erwacht ist, wenn der erweckt ist, der kann ganz viel für euch tun. Der kann dir zeigen, was jetzt richtig ist, was dein Weg ist. Und er kann aktiv werden. Aber er braucht einfach eine energetische Unterstützung. Er braucht einen Wachruf. Und das werden wir nachher zusammen machen. Also es wird bei jedem von euch dieser innere Helfer aktiviert, um einfach euch mehr Kraft zu geben und diese Kraft dann zu nutzen, um euren Weg, euren persönlichen Weg richtig gut, ja, gehen zu können. Das ist wichtig, dass man sich nicht so sehr mehr einschränken lässt, sondern für sich selbst den Wert erkennt, was ist mir wichtig in meinem Leben, wo richte ich den Fokus darauf und wie will ich diesen Weg gehen. Wie werde ich diesen Weg gehen? Und dazu braucht man einfach diesen inneren Freiheitskämpfer. Der ist so ein bisschen, der hat so die Ellbogen, der macht den Weg einfach frei
freier und gibt dir Kraft, den dann auch zu gehen. Und das Wichtige ist, er lässt dich dann auch zu dir selbst stehen. Denn oft ist es ja so, dass man, also manche Menschen, bei denen ist es so, die stellen sich eher zurück und sagen, ach na ja, ist ja nicht so schlimm. Und das ist aber, das ist die falsche Einstellung, denn dadurch kommt man ja nicht weiter und dadurch beginnen dann auch andere Menschen für einen zu bestimmen. Und ich glaube, das will eigentlich gar niemand, dass irgendjemand anders über dein Leben bestimmt, was du zu tun hast oder zu lassen hast und wann du dein Geschäft aufmachen kannst und wann nicht und so. Also ist schon sehr tragisch. Und diese Energie, ich meine, die geistige Welt beobachtet ja die Erde. Die geistige Welt weiß ja ganz genau, in welchem Prozess wir uns gerade befinden und unterstützt mit Energien. Und kommt ja jetzt auch nicht von ungefähr, dass jetzt gerade diese Energie der Freiheit bewusst auf die Erde gebracht wird, um uns ja zu berühren und um uns bewusst zu machen, du, schau mal hin. Ist es denn alles richtig, was geschieht? Wo stehst du in diesem ganzen großen Geschehen? Wo stehst du? An welcher Stelle stehst du denn jetzt? Dass wir uns das überlegen und für uns dann herausfinden, wo die beste Stelle ist, wo wir uns wohlfühlen und was auch der göttlichen Ordnung entspricht. Ihr solltet niemals vergessen, dass der freie Wille, selbst zu entscheiden, wie unser Leben sein soll, das ist ein göttliches Geschenk und das hat jeder Mensch. Und solange wir das wissen und auch daran festhalten, dass wir das niemals abgeben, dann brauchen wir auch die Freiheit dazu, so zu sein, wie wir sein möchten. Und das alles schwingt in dieser Energie und das alles möchte uns die geistige Welt sagen. Sie unterstützt mit dieser heftigen, also die Energie ist schon heftig und sie kann auch bewirken, dass du plötzlich Schattenseiten von dir wahrnimmst, die du vielleicht noch gar nicht so wahrgenommen hast. Und auch das ist richtig und wichtig, weil man ja nur in dem Moment seine Schattenseiten erkennt, wenn sie aufploppen. Wenn sie sich nicht zeigen, ja, dann kann man sie auch nicht wahrnehmen. Und deswegen nutzt jetzt diese Energie, hinterfragt alles, was euch so im täglichen Leben begegnet, hinterfragt das mit diesen drei Ws, warum, weshalb, wieso, ne? Was bringt mir das, warum ist es so, weshalb passiert mir das jetzt, ne? Geht, hinterfragt jede Situation, die euch so ein bisschen, ja, vielleicht komisch vorkommt, und dann werdet ihr leichter finden, was es zu bedeuten hat. Und wenn sich da dabei eine Schattenseite zeigt, also eine Schattenseite ist ja etwas Unangenehmes, was einen vielleicht ärgert, was einen explodieren lässt, was einen ganz tief hier so im Bauchraum ist es meistens zu fühlen, da in dem Bauchchakra, im zweiten und dritten Chakra, wo diese Energie dann sich bald und vielleicht auch das Chakra zusammenzieht. Also das spürt man total. Und wenn ihr sowas spürt, dann wisst ihr, oha, oha, es ist eine Schattenseite von mir. Ich sollte sie versuchen aufzulösen. Und so könnt ihr dann diese Energie von der geistigen Welt zu eurem allerhöchsten Wohle nutzen. Und ich möchte ja, dass es euch gut geht. Es ist ja mein größter Wunsch, dass ich euch wirklich mit allen Energien unterstützen kann, die zur Verfügung stehen und die ich euch gerne in meinen Videos schenke. Das ist ganz, ganz wichtig von mir, für mich und ja, für euch auch. Also ich diene so dem Großen und Ganzen und das ist auch von Smarana. Ja, die Philosophie, die Liebe und die Heilung, die Nähe Gottes auf die Erde zu bringen und zu verteilen. Wer es noch nicht weiß, Smarana bedeutet die Nähe Gottes fühlen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das versteht. Also alles, was hier auf meinem Kanal für euch bereitgestellt ist, ist von der Liebe Gottes getragen. Und das Smarana-Versprechen, das kann ich euch auch mal sagen, das ist, dass wir alles, was wir sagen,
hat einen Hintergrund. Das ist nichts Erfundenes, das ist entweder sehr gut recherchiert oder es ist gechannelt in der allerhöchsten Dimension in der göttlichen Liebe und Wahrheit. Also es ist von der göttlichen Liebe alles getragen, was ihr hier von mir bekommt. Und der Sinn dahinter ist, dass es euch allen gut geht, dass wir zusammen eine starke Gemeinschaft werden. Wir sind sie schon, aber dass wir da immer noch stärker werden und uns noch mehr ausdehnen können, um dann wirklich auch das Licht zu halten, dieses Licht Gottes zu halten. Denn das ist es, was uns weiterbringt. Alles andere bringt uns nicht weiter. Und das zu erkennen, genau das liegt auch in der Energie jetzt der Freiheit. Also zu erkennen, deine eigene Freiheit, dich dem Licht Gottes zuzuwenden und dadurch dich ausdehnen zu können, dadurch gesund zu werden. Das ist das, was die geistige Welt mit dieser Energie dir sagen möchte. Und sobald du dazu bereit bist, wenn du dich öffnest, wirst du all diese Liebe spüren und diese große Heilung für dich in Empfang nehmen dürfen. Und dein innerer Freiheitskämpfer, der wartet nur so darauf, dass er für dich tätig werden kann. Denn sobald du, nachdem wir ihn jetzt erwecken gleich, sobald du diesen Zugang zu ihm hast, dann wird er dich auch begleiten für deine neuen Visionen und wird dir Kraft geben, diese Ellbogenkraft geben, dich durchzusetzen und deinen Weg in einer ganz anderen Energie zu gehen als wie bisher. Und das ist ein unheimlich schönes Geschenk von der geistigen Welt. Ich freue mich wirklich so sehr darüber und auch, dass ich dir schenken darf, den Zugang zu deinem inneren Freiheitskämpfer zu bekommen. Das ist mir ein sehr großes Anliegen. Ja, und dann wünsche ich dir jetzt gleich ganz viel Freude bei der geführten und gechannelten Meditation. Und wenn du Wert darauf legst, immer die neuesten Meditationen und Botschaften der geistigen Welt von mir zu erhalten, dann abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit dich YouTube auch sofort daran erinnert, wenn ich ein neues Video gepostet habe. Und natürlich kannst du mir auch auf Facebook folgen. Dort werden ganz schöne Tagessätze und Tagesenergien immer aufgeschrieben für dich. Ja, ich habe dich so lieb und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei der gechannelten Botschaft. Ich danke, dass ich heute diese Energien übertragen darf und ich öffne meinen Kanal im Schutz der geistigen Welt. Und ich bitte auch für den persönlichen Schutz für jeden einzelnen Menschen, welcher heute hier ist und zuhört und zuschaut. Und so kommt die Energie des Schutzes, hüllt uns alle ein. Und ich darf meinen Kanal öffnen. Und wie ich mir das so gedacht habe, kommt die Katze. Ich hole sie mal hoch. Ich glaube, das ist das Beste. Ich hülle mich mit dem Schutz ein. Ich hülle auch meine Katze mit dem Schutz ein und hoffe, dass sie sich relativ ruhig verhält. Und so fließt die Energie aus den höheren Dimensionen der Liebe zu uns. Geliebter Mensch, nimm jetzt einen tiefen Atemzug des Lichtes von Smarana.
Nimm diesen tiefen Atemzug und dehne dich mit diesem Licht aus und spüre, wie du ganz ruhig wirst, wie deine Seele Freude hat, dein Lichtkörper zu glänzen beginnt und du spürst, wie die sanften Energien zu dir strömen, dich umhüllen und tragen. Ich rufe nun die Engel der Intuition und ich bitte diese Engel, sich zu dir zu stellen, denn sie werden dich unterstützen, deine Intuition für das, was für dich richtig und wichtig ist, zu stärken. Und so beginne dein Herz zu öffnen und spüre, wie die Energie zu dir fließt. Denn die Engel werden nun eine Brücke zu deinen inneren Helfern herstellen. Sie werden eine Brücke von deiner Seele zu deinem Herzen und von dort zu deinen inneren Helfern aufbauen. Sie werden diese Brücke energetisch aufbauen. Sie tun dies mit der tiefsten Liebe in der göttlichen Ordnung für dich. Es zeigt sich dein innerer Lebensbaum. Dieser Lebensbaum ist eng mit deiner Seele verwurzelt und in ihm befinden sich die meisten inneren Helfer. Vielleicht bekommst du jetzt vor deinem dritten Auge das Bild eines uralten schönen Baumes mit sehr vielen Ästen und Zweigen und sehr vielen Wurzeln mit einem dicken Stamm. Und nun lege deine Hände auf diesen Stamm und versuche mit diesem Baum zu verschmelzen, währenddessen die Engel für dich deinen inneren Freiheitskämpfer rufen. Und sobald du das Gefühl hast, dass deine Hände in den Stamm hineingreifen können, dass sie durch den Stamm hindurchgehen, dann wird sich der Baum öffnen, dich einladen, in seine Mitte hineinzugehen, denn er ist sehr groß. Im Inneren des Baumes ist alles golden, golden und glänzend. Du befindest dich in einem riesig großen Saal mit goldenen Säulen,
und du darfst dich auf den einen Stuhl setzen, welcher hier für dich aufgestellt wurde. Die Engel rufen nun deinen Freiheitskämpfer, deinen persönlichen Freiheitskämpfer. Gebe dir ein wenig Zeit, erwarte nichts, sondern sei einfach nur neugierig, wie ein Kind. Denn genau in der Absichtslosigkeit wirst du deinen persönlichen Kämpfer der Freiheit wahrnehmen. Es kann ein Bild sein, was du bekommst, es kann auch ein Gefühl sein, eine Kraft sein, die du spürst. Alles ist richtig, so wie du es fühlst. Und jetzt beginnen die Engel, deinen persönlichen Freiheitskämpfer aufzuwecken. Es werden Energien übertragen, welche deinen persönlichen Freiheitskämpfer aktivieren und aufwecken. Und sobald er sich zu bewegen beginnt, weißt du, dass es gelungen ist. Und nun beobachte, ob dich dein Freiheitskämpfer anschaut. Wenn er dich anschaut, dann darfst du ihm jetzt mit deiner inneren Stimme etwas sagen. Du darfst ihn beauftragen, etwas für dich zu tun. Und so spreche nun. Alles, was du aussprichst, trägt Energie und diese Energie nimmt dein Freiheitskämpfer auf und er wird sich ab jetzt um dich kümmern. Er wird dir zeigen, was gut und richtig ist für dich. Er wird dich leiten. Er wird dich in die Fülle deiner Freiheit leiten und dich unterstützen, deine Projekte voranzutreiben, dir klar zu werden, was wichtig für dich ist. Und wenn du später mit ihm Kontakt aufnehmen möchtest, dann gehe zu diesem Baum, zu deinem persönlichen Baum des Lebens. Lege deine Hände auf den Stamm und warte, bis du eintreten kannst. Genauso wie wir es jetzt getan haben. Und dann komme, nachdem du dich bedankt hast, wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Die Engel begleiten dich. Sie schauen dich liebevoll an und sie nicken mit dem Kopf.
Alles wurde getan, damit du, wenn die Portaltagsenergie einströmt, dich mit ihnen verbinden kannst und sie dich führen und leiten werden. Dein Freiheitskämpfer ist aktiviert und er möchte jetzt von dir beschäftigt werden. Er unterstützt dich mit voller Kraft, so wie es für dich auf deinem Seelenweg vorgesehen ist, wird er für dich da sein. Ich bedanke mich bei der geistigen Welt für die wundervollen Energien, bei den Engeln, die uns begleitet haben, ebenfalls und bei dir, dass du heute hier warst. Und dann komme nun in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück, bewege Hände und Füße, öffne deine Augen und sei wieder ganz hier. Ich musste die Katze wieder runterlassen, die hat so sehr an meinem Mikrofon geraschelt und dann hätten wir alle nichts mehr gehört. Aber ich soll euch sagen, sie hat euch auch alle lieb. Die ist so süß. Spür dir noch die Energie? Ich spüre sie total von dem inneren Freiheitskämpfer. Das ist ganz wichtig, dass er jetzt in dieser Zeit bei uns ist. Und so werden wir göttlich geführt, wie immer. Und ich wünsche mir so, dass es euch gut geht, dass ihr sehr viel mit diesen Energien anfangen könnt. Und so umarme ich euch voller Liebe. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ein Küsschen natürlich. Bis dann.